Vor einigen Monaten hat ein Auftritt von Haftbefehl für sehr viele Schlagzeilen gesorgt, denn auf der Bühne war er weniger als 3 Minuten. Doch in dieser kurzen Zeit hätte er fast seine komplette Karriere zerstört, denn er konnte kaum auf den Beinen stehen, hat ständig Aussetzer gehabt, war aggressiv und war nicht in der Lage, einen geraden Satz auszusprechen. Später beendete er die Show und seitdem hat er sich ein wenig aus der Rap-Welt zurückgezogen. Nun kennen wir auch den wahren Grund, denn scheinbar ist Lachgas für all das verantwortlich. Ein gefährlicher Trend lässt die Leute auf kurz oder lang die Kontrolle verlieren. In seinem Statement spricht er darüber. Zitat: Bitte lasst die Finger von Lachgas. In kürzester Zeit greift das eure Nerven und eure Motorik an. Gleichgewichtsstörungen und extreme Gliederschmerzen und Schwindelgefühle sind die Folgen. Ihr habt ja gesehen, wie ich umgefallen bin alle auf der Bühne. Alles wegen dieser Balance. Guck mal, ich kann immer noch nicht laufen, Leute. Der watschelt hier rum, Leute.